Hallo und herzlich willkommen zu einem nach langer Zeit mal wieder neuen Part von Mario und Luigi Superstar Saga. Ja, eine ganze Weile kam ja wirklich gar nichts mehr. Und, ja, ich würde mal sagen, wir machen einfach mal weiter, dort wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und, ja, ich weiß absolut gar nichts mehr. Ich habe nicht mehr so wirklich die Steuerung im Griff. Also, ja, gut, so funktioniert die Geschichte. Ach so, ja genau. Mit Select war ja das Menü quasi und mit Start hat man gewechselt. Das fand ich schon immer ein bisschen komisch. Und ja, ansonsten gibt's ja hier keine weitere Tastenbelegung. Und ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier rein. Ich geh einfach mal hier rein. Hier reden wir mit ihm hier. Fette Billy im Lager, der zu viel Witzweingebrecher gebechert. Die Knochen sind ihm fett geworden, jetzt steckt er an der Wand fest. Ja, die Knochen sind ihm fett geworden. Das sieht ja eklig an, also wirklich. Ob die Kichererbse wohl wieder in See stechen wird, oder sind wir dazu verdammt, in dieser Wüste zu vertrocknen? So ganz frisch sieht er ja auch nicht mehr aus, ne? Jetzt ist bloß die Frage, wo gehen wir hin? Also ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo ich in der letzten Aufnahme war. Ich weiß einfach nur, wir können hier ein bisschen laufen. Was seid ihr? Landratten? Ihr könnt nicht einfach ins Lager spazieren und euch mit Witzwein besaufen. Ah, hey. Dazu sind wir wieder hergekommen. Ja, okay, hier kann man speichern. Wo wir hier sind! Dieses Schiff ist die an aller Welt bekannte Kichererbse. Die Ladung feinster Witzwein. Na, da seid ihr geplättet, was? Boah, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich damit klarkommen soll. So, speichern und weiter. Ja, wir wollen natürlich speichern. MS Kichererbse. Ah, Eingang. Alles klar. Wir sind im Eingang. Und Mario macht immer noch seinen wunderschönen High Five. Ich find's toll. Ich find's wunderschön. Ach du Scheiße. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Mal gucken, wie weit ich kommen werde, da ich es ja auch schon eine Weile nicht mehr gespielt habe. Dieses kleine Minispiel nenne ich es jetzt mal. Oh, das war knapp. Das war auch schon ein bisschen knapp. Das war perfekt. Das auch. Ja, gut. Das war natürlich purer Skill. Ich finde es toll, dass man das endlos machen kann. Ich weiß nicht, ob es gewollt ist, aber oh mein Gott, hier sieht es nach Party aus. Wollen wir schon mal? Oh, ja, hier waren wir schon mal. Alles klar. Gut, gehen wir einfach mal hier rein. Im Moment haben wir keine freien Stellen zu besetzen. Komm später wieder her. Und was ist, wenn wir nicht möchten? Kann irgendwas hier machen? Anscheinend nicht. Okay, gehen wir wieder raus. Okay, ich denke mal, das hier hat keinen Sinn, weiter rum zu tanzen. Deswegen gehen wir mal hier raus wieder. Oder geh mal hier hin. Das ist vielleicht schöner. Oh, da, der hat den Penis. Scheiße! Renn den Typen mit meinem Penis hinterher. Es ist meiner. So, okay. Hey, das ist das Lager. Da kommt nur rein, wer den Mitgliedsausweis unseres Schiffes hat. Verstanden? Wer einen Mitgliedsausweis haben will, muss sich erst an Bord nützlich machen, klar? Muss ich nützlich machen? Ja, wie kann ich mich nützlich machen? Sag mir. Sag mir mehr davon. Hm, kann ich den blitzen? Nee. So. Nee, okay, funktioniert absolut nicht. Okay, also wir müssen uns nützlich machen. Die Frage ist nur, wie machen wir uns nützlich? Wie sind wir überhaupt hier hergekommen? Ich würde interessieren, wie man hier wieder rauskommt. Ah ja, hier. Was? Ihr fragt euch, was dieses Schiff in der Wüste macht? Das ist doch klar. Wir befinden uns auf einem gesunkenen Frachter, okay? Und das ist Ewigkeiten her, dass dieser Frachter gesunken ist. Da ist uns das Meer ganz einfach unter den Planken weggetrocknet. War aber auch eine lange Zeit. Unsere Körper sind auch nur Knochen, wie ihr seht. Ja, jetzt ist halt nur die Frage, hier hinten kann man auch lang? Ja, hier waren wir schon. Jetzt ist halt bloß die Frage, wie können wir uns nützlich machen? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir irgendjemanden random ansprechen? Nee, ich möchte dich nicht ansprechen. Ich stehe nicht so auf so Knochengerippe. Ja. Okay, wir können mal hier lang gehen.
Ah, ja, jetzt sind wir ja wieder drauf. Das ist doch schön. Ist hier hinten eigentlich noch was? Alles klar. Nee. So. Nee, gut, da kommen wir auch nicht lang. Das ist natürlich sehr toll, dass ich nicht weiß, was wir machen sollen. Ja. Kaum geht der Part los hier nach langen Jahren, weiß ich schon nicht mehr weiter. Ja, das ist wunderbar. Vielleicht muss ich Ihnen meine Hammer-Skills präsentieren. Meine hammermäßigen Skills! Ja, gut, okay. Das war ein bisschen sehr flach. Okay, na, hier vielleicht ein bisschen Geld fahren? Nee, das glaube ich nicht. Wollen wir uns ja sagen, da bin ich mir ziemlich sicher. Der fette Billy im Lager. Ja, wie kommt man denn zu dem Lager hin? Billy wird von Tag zu Tag immer Retef. Okay. Fetter, rückwärts. Die Risse in der Wand wären angeblich immer größer. Was? Du weißt nicht, was Retef heißt? Dann liest Retef doch einfach mal von hinten. Nö. Retef ist doof von hinten zu lesen. Ja, dann sind wir wieder hier. Ja, ich will mich doch nützlich machen. Hammer! Thunder! Jump! Müssen wir hier irgendwie hoch? Ah. Hammer! What the fuck? Ja, super! Jetzt irre ich hier doof umher. Risse in der Wand werden auch immer größer. Ja, schön. Ach so. Da war ja was gewesen. Wie was gewesen, wenn man... Scheiße. Ich habe gerade keine Ahnung, wozu das nützlich sein könnte. Okay, ja, ne? Zu irgendwas muss es auch gut sein. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte, ist. Nee. Ah, jetzt suche ich hier umher und ich weiß nicht, was das soll. So, hiermit geht's wieder raus. Naja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier drinnen unser Glück versuchen. Ja. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Man muss sich nützlich machen. Das Problem ist, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich mich nützlich machen soll. Ich bin entweder total blöd, was ich eher glaube, oder ich habe einfach nur keine Ahnung. Das ist verdammt schwer. Das kann natürlich auch sein. Das ist für mich zu hart. Da muss man zu viel denken. Pah, mit Landeiern hat man nur Ärger auf der Arbeit. Ja, dafür sind wir da. Wir haben die perfekten Landeier für euch. Hey, ihr kommt gerade recht. Wir suchen dringend Personal. Habt ihr Lust auf einen kleinen Job? Ja, klar. Dann hier entlang. Ja, yeah. Den richtigen Landeier. Hugga, hugga, ich bin Bono. Und wer hier? Schaffen 10 Punkte bei Fastspiel. Werden meine Schüler alle sein glücklich. Wir spielen Fastspiel. Was ist das? Fastspiel? Was? Egal, was ist das? Einfach Fass mit gleicher Farbe nach Länge oder Höhe nebeneinander stellen. Erst sich zeigen, dann ihr macht. Mal nutzen links und rechts auf Steuerkreuz. Okay. Luigi oben und unten, beide machen 10 Schritte. Ja, und nun?
Ach so, ich soll jetzt hier. Nee. Ach so. Jetzt ihr versuchen fast bewegen machen. Halten A gedrückt und drücken oben unten auf Steuerkreuz. Dann Mario bewegen Fässer. Halten A gedrückt und drücken links rechts auf Steuerkreuz. Dann Luigi bewegen Fässer. Und nun Mario muss fast bewegen. Halten A gedrückt, drücken oben unten auf Steuerkreuz. Okay, alles klar, jetzt Luigi an der Reihe. Halten A gedrückt und Steuerkreuz. Alles klar, Huga Huga, ich gut erklären. Jetzt schwitzen bei fast greif bis gewöhnen an Regeln. Wenn keine Lust mehr, drücken Start. Okay, fast greif. Naja. Okay. Alles klar, ich verstehe es hier noch nicht so ganz, aber... Wir brauchen eine komplette Reihe machen. Natürlich toll. So, Schluss machen wir fast greif. Ja. So, ich möchte gerne schaffen 10 Punkte bei Fastspiel, werden meine Schüler alle seien glücklich. So, jetzt will ich erstmal was wissen, was fast greif ist. Gut, dann spielen wir fast greif. So, 4 Volt. Dann keine Lust mehr. Achso, das ist jetzt quasi... Endlos lange spielen. Okay. Also noch nicht. Wir wollen 10 Punkte schaffen. Ja. So. Ach du Scheiße. Ist sogar auf Zeit. Okay. Nein. Na, komm schon. So. Wunderbar. Oh mein Gott, das ist verdammt schwer. Nein, ich muss hier hoch. Das ist irgendwie ein bisschen furchtbar. Alles klar, immerhin. Yay. Ich finde das furchtbar. Gerade. Machen wir das? Ja, yeah, damit habe ich auch schon mal ein paar Punkte gehabt. Oh mein Gott, 10 Punkte. Das sollte eigentlich schaffbar sein. Nee. Ach du Scheiße, wie man das jetzt machen? Hallo? Hilfe? Den möchte ich nicht. Ich möchte gerne... Ja, genau. Okay, 4 Punkte habe ich gerade mal, lol. Okay, das ist natürlich sehr schlecht. Jetzt ist bloß die Frage, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Problem ist bloß, ich krieg das hier nicht hin. Nee, ich möchte gerne... Ja, ne? nee. Ein bisschen hart. Yay, 5 Punkte. Oh Gott, das schaffe ich eh nicht mehr. Aber hier, so ein bisschen. Krieg ich noch hin. Yay. 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 Nein, vielleicht doch nicht. 7 Punkte, komm, das schaffen wir noch. Also langsam habe ich's raus. Ja. Acht Punkte, komm, das schaffen wir. Oder auch nicht. Das werden wir sicherlich nicht schaffen. Nee. Okay, 8 Punkte.
Ja, ich will nochmal. Also das war nun wirklich. 10 Punkte klingt echt nicht fair, aber es ist verdammt schwer. Das ist aber leicht. Gut, vielleicht auch nicht ganz. So, jetzt aber. So, damit hätten wir das auch schon mal. Ja, wunderbar. Oh Gott. So. Da haben wir schon mal 3 Punkte. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ja. Immerhin. So, 4 Punkte. Oh, okay, das war natürlich sehr gut. 5 Punkte haben wir jetzt. Das ist bloß die Frage. Mach erstmal den runter. So. Mal den runter. So. Und. Ja. Okay, Moment. Perfekt. Schöner geht's doch nicht. Okay, es könnte schöner sein. So, dann so. Ja, wunderbar. 7 Punkte haben wir. Jo. So, so, so. Und der Bärchen. Ja. 9 Punkte kommen ein, den einen schaffen wir doch noch. Na bitte. 10 Punkte haben wir geschafft. Mehr ist es gar nicht. Okay, also ich weiß gar nicht, was hier so schwer sein soll. Ist doch voll leicht. Easy peasy, aber ich sehe jetzt auch hier gerade nichts, was ich hinkriegen könnte. Obwohl, doch. Eine Sache könnte ich hinkriegen. Yay! Ich krieg's langsam echt hin. Okay, ja, jetzt bin ich aber wirklich mit meinen Dateien am Ende. Okay, weiß ich gerade echt nicht, wie ich das jetzt retten könnte in der kurzen Zeit. Aber okay. So, yay, 12 Punkte, wuhu, das läuft doch langsam. Okay, die Zeit ist vorbei, genug jetzt, hallo, hallo, ziemlich gut. Ab sofort ihr meine Schüler. Gut gemacht, ihr habt mir sehr geholfen. Hier, nehmt das, ist besser als Geld. Mitgliedsausweis erhalten. Wuhu. Kommt einfach wieder, wenn ihr Arbeit braucht. Leute, die arbeiten wie ihr, können wir immer gebrauchen. Na, jetzt kommen wir da rein. Achso, nein, will ich nicht. Okay, vielen Dank. Alles klar, dann fliegen wir automatisch raus. Jetzt ist die Frage. Aller Kompott fragen. Wenden wir jetzt den Part oder nicht? Oh. So, ja, das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich denke mal, ich werde ihn jetzt beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.